Guten Morgen, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute starten wir doch direkt als erstes mal mit dem 6. Türchen. Heute ist Nikolaus. Ich wünsche euch einen Happy Nikolaus. Also eigentlich war es ja gestern. Und ich bin mal sehr gespannt, was hier drin ist. Also das hat sich... okay. Das ist richtig süß. Oh mein, ich finde das so goldig, dass Philipp sich da so einen Kopf drum gemacht hat. Mit so Bildern und sowas. Und heute ist eine Mrs.-Tasse drin und ein Lynch-Nehmann. Dann der von meiner Mama. Heute ist ein The Body Shop Almond Milk and Honey Shower Cream drin. Ich freue mich sehr, ich kann nämlich nie genug Tassen haben. Sehr schön. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier ein bisschen aufräumen. Hier ist ein bisschen was vom Wochenende liegen geblieben. Ich mache jetzt aber erstmal einen Kaffee und muss ein paar Mails beantworten, weil ich das am Wochenende nicht mache. Also am Wochenende bleibt eigentlich immer alles liegen, sofern ich nicht irgendwie was montags abgeben muss oder machen muss. Sodass ich halt am Wochenende auch Wochenende habe. Und genau. Heute wollte ich eigentlich in die Bibliothek gehen, aber ich kann das Auto heute nicht ganz so lange behalten. Und deswegen lohnt sich das dann, glaube ich, nicht. Deswegen mache ich heute wieder was zu Hause. Ob ich es zum Sport noch schaffe, weiß ich nicht. Heutiges Frühstück sind Schmelzflocken. Ich habe die aber nicht richtig zum Schmelzen gebracht. Das ist so eine klumpige Masse, aber schmeckt trotzdem so gut. Mein Vater hat das immer früher gemacht. So eine Kindheitserinnerung. Und natürlich Kaffee. Ich bin jetzt auf dem Weg zu meinem Papa. Ich habe der Bonnie noch so ein paar Leckerlis mitgenommen. Also die hatte ich noch übrig. Und mein Outfit heute ist ganz schlecht und auch eigentlich viel zu kalt hier mit den offenen Knien. Aber meine andere Hose mit den Zunen ist gerade in der Wäsche. Aber immerhin habe ich heute noch ein Auto, das heißt, ich muss nicht laufen. Ups. Hi, Schnuggi. Wo ist der? Da bin ich froh, dass das hinnehmen habe. Hallo. Wir haben jetzt 2:30. Oh, steht hier gar nicht. Mein Mittagessen sind heute Tuckkekse, sehr gesund. Aber Philipp hat mich gerade gefragt, ob ich ihn noch mal kurz zur Arbeit fahren kann. Und ja, ich muss kurz mit meiner Mama klären. Also die ruft mich gleich zurück. Aber ich muss ja das Auto immer zurückgeben. Sollte ich ihn zur Arbeit fahren, glaube ich, gehe ich auf dem Rückweg noch mal einkaufen, weil ich habe nicht mehr so viel zu Hause. Deswegen esse ich heute auch Tuckkekse als Mittagessen. Die Bonnie hat auch was bekommen, das habt ihr ja gesehen. Ansonsten gibt es gerade gar nicht so viel Neues zu erzählen. Ich wollte heute Abend noch ein bisschen mit euch quatschen, so ein bisschen Real Talk machen. Aber das mache ich alles erst heute Abend, weil ich warte jetzt, wie gesagt, darauf, dass ich zurückrufen werde. Und dann wollte ich noch ein bisschen was für ILS machen und später auch noch zu meiner Mama fahren, weil ich mit ihr noch was besprechen muss. Was Wichtiges. Und sie kennt sich im Thema Finanzen, Business und sowas richtig, richtig gut aus. Also wenn ich eine Frage habe, sie kann mir da meistens auf alles eine Antwort geben. Genau, ansonsten, ja. Die Woche steht eigentlich gar nichts Spannendes an, ne? Merke ich gerade. Gar nichts Spannendes. Wir sind am Samstag auf dem Geburtstag eingeladen, Philipp und ich. Ja, und das ist auch, glaube ich, das... Ach so, nein, ich muss am Samstag zum Zahnarzt. Und wenn ihr mich schon länger verfolgt, ich hasse... Nichts gegen Zahnärzte, nichts Persönliches. Aber ich hasse den Geruch, ich hasse die Geräusche, ich hasse alles, was damit zu tun hat. Alles, alles. Ich habe auch mittlerweile so eine Panik davor, dass ich nicht mal selber beim Zahnarzt anrufen kann und es immer jemand anderes machen muss und es muss immer jemand mit mir mitkommen. Ich verrate euch jetzt gerade eins meiner tiefsten Geheimnisse, aber ich bin da echt ein richtiger Schisser. Bei keinem Arzt ist es so, aber das ist für mich das Schlimmste, dahin zu gehen einmal im Jahr. Also ich habe meistens nie was, toi, 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 ich hoffe auch diesmal nicht. Aber diese Ungewissheit, schrecklich. Ich glaube, das kann man auch nur verstehen, wenn man selbst Angst vor dem Zahnarzt hat. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aber es wird von Jahr zu Jahr immer, immer, immer schlimmer.
deswegen, da verkraut es mir wirklich dolle. Aber gut, ich mache mich jetzt mal fertig, also ziehe Schuhe an und sowas und entweder fahre ich dann zu meiner Mutter und gebe das Auto direkt ab oder ich fahre Philipp halt noch schnell zur Arbeit. Bin jetzt wieder zu Hause, ich erzähle euch mal kurz, was so die ganze Zeit abgegangen ist. Ich stelle euch mal ganz kurz hier hin. Wie ihr seht, es ist bereits dunkel. Wir haben auch, glaube ich, Viertel nach sechs. Mein Vlog ist fast viel zu spät online gegangen, aber meine Mutter hat es dann noch gerettet. Ich muss jetzt aber auch gleich noch zu meiner Mama und muss das Auto zurückbringen. Wir waren gerade noch bei Philipps Papa und haben ein bisschen gequatscht, weil wir im Januar eigentlich nach Österreich fahren, Skifahren eine Woche. Und wie wir es machen, weil ich habe keine Skier, keine Skischuhe mehr, ich habe eigentlich gefühlt nichts mehr. Und genau, dementsprechend waren wir da jetzt ein bisschen länger. Es hat ein bisschen länger gedauert, will ich jetzt nicht sagen. Es war ja nichts, was so eine Pflichtveranstaltung wäre. Da haben wir noch kurz über Weihnachten gesprochen, weil ich mache das dieses Jahr so, dass ich gegen Abend, also mit meiner Mama esse. Und danach kommt der Freund von meiner Mama und dann gehe ich zu Philipp. Und dann feiern wir da eben noch so ein bisschen Weihnachten und genau, das war es dann auch für den Abend und keine Ahnung, was dann am 25. und 26. ist. Auf jeden Fall, ja, waren wir dann noch gerade einkaufen und wir machen heute Abend Tagliatelle mit Garnelen, glaube ich, und dann noch so ein bisschen Junkie Flavor mit Quark. Also da können wir euch auch gerne noch ein bisschen mitnehmen und dann ist auch Piano heute. Also heute war echt nicht mein Tag. Ich muss gleich noch eine Mail schreiben. Eine sehr, sehr lange. Das nervt mich auch ein bisschen, das Thema. Ich hoffe, dass es bald geklärt ist. Dann erzähle ich euch ein bisschen mehr darüber. So, der ganz normale Alltagsstress einfach. Also heute ist echt, naja, ich sage nichts mehr dazu. Ich fahre jetzt, wie gesagt, erstmal zu meiner Mama. Gebe das Auto zurück. Ich kann nur hoffen, dass sie mich zurückfährt. Ansonsten muss ich laufen und gucken, wie ich dann nach Hause komme. Ja. Und dann sehen wir uns beim Kochen wieder. So, ich habe mich einmal gerade hier umgezogen, was bequem ist. Wir kochen jetzt Abendessen. Also eigentlich hat Philipp eher gerade ein bisschen gekocht. Was gibt es? Kannst du das bitte mal als Fachausdruck ausdrücken? Tagliatelle mit Garnelen, Weißwein, Soße. Yes. Auf jeden Fall gibt es dazu dann noch Tomaten-Gurkensalat, also so ein bisschen. Und ich muss gleich noch, ja, wie gesagt, eine Mail schreiben. Genau, und sonst passiert heute Abend nicht mehr so viel. Essen ist fertig. Yummy. Wir haben den nächsten Tag und auch schon wirklich viel später. Wir haben jetzt schon 17 Uhr. Mir ging es gestern Abend schon nicht so gut gesundheitlich. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch das Ende nicht gedreht. Und heute ist auch nicht ganz so viel passiert. Aber mehr dazu in dem Vlog morgen. Dafür wird morgen wieder ein sehr, sehr produktiver Tag. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass euch dieser Vlog trotzdem gefallen hat und ihr Spaß beim Anschauen hattet. Und ich werde jetzt meine komplette Wohnung noch aufräumen und dann so ein bisschen Me-Time machen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen in alter Frische zurück auf meinem Kanal. Bis dahin, ciao, ciao.